Ja, Mensch, du, da hat sich das alte Herrenhaus aus der letzten Aufnahme aber ganz schön verändert. Ja, wie kann das denn nur passieren? Ja, erstmal willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Und wo fange ich an? Um es ganz kurz zu umreißen, ich habe mich ja beim letzten Mal so ein bisschen noch gewundert, wann würden wir denn dieses Tor zum Hafen wieder aufbekommen im fünften Akt. Und war dann trotzdem so neugierig und habe mal gegoogelt, was könnten wir denn jetzt tun oder wann geht das Tor denn auf? Oder das müssen wir tun, um das Tor zu öffnen. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieses Tor geht genau, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe das aber aus mehreren Quellen herausinterpretiert oder herausgelesen. Interpretieren war da nicht viel oder es war nicht viel Interpretationsspielraum. Das Ding geht einmal auf und zwar am Anfang des fünften Aktes, wenn wir da reinlaufen, wahlweise wenn wir von der Burg wieder reinkommen. Und das Ding geht noch einmal auf, wenn wir den fünften Akt quasi wieder verlassen. Ansonsten haben wir keinen Zugriff im fünften Akt auf Rittersporn, wahlweise auf unsere Truhe, was wiederum heißt, wir können diese Quest mit dem Zwerg, mit dem Zwergenzahnarzt nicht lösen, denn auch da habe ich nachgeschaut, er möchte natürlich auch aus dem vierten Akt den einen oder anderen Zahn haben und Zähne aus dem ersten Akt, das war ja zu erwarten, die aus dem ersten Akt haben wir mit Glück vielleicht schon abgegeben, das weiß ich nicht mehr, aber ja, das Problem ist, Zähne aus dem vierten Akt haben wir bei Rittersporn hinterlegt und Rittersporn können wir im gesamten fünften Akt nicht erreichen und wenn dann höchstwahrscheinlich im Finale, wo wir dann nicht mehr zum Zahnarzt kommen, das heißt, wie man es dreht und wendet, die Quest wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und ich muss ehrlich sagen, das hat mich dermaßen gewurmt, dass ich gesagt habe, gut, okay, pass auf, wir machen es jetzt so. Ich lade nochmal den letzten Spielstand, wo ich dann irgendwie noch auf Rittersporn zugreifen kann, ziehe mir alles an Zähnen raus, die ich schon im Inventar habe, damit ich die bei ihm abgeben kann und dann, ja, wollte ich so weitermachen, dass ich sage, ich nehme die Bestandteile von der Quest natürlich mit in die Aufnahme, werde hier und da ein bisschen was zurechtschneiden, selbstverständlich. Ich meine, ich kann es dir nochmal den ganzen fünften Akt zeigen, der läuft ja schon seit, ich glaube, 10 oder 15 Folgen. Es wäre auch nicht ganz zielführend. Und ja, wenn ich dann den Quest abgeschlossen habe mit dem Zahnarzt, dann werde ich alles wieder so herrichten, dass wir wieder an der einen Stelle stehen, wo wir in der letzten Aufnahme aufgehört haben, und zwar am Herrenhaus. So, ungefähr müsste ich jetzt alles haben. Wenn ich irgendwas vergessen habe, steht es wahrscheinlich jetzt nochmal irgendwie als Textdatei da. Aber ich denke, ausnahmsweise sollte ich nichts vergessen haben. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut setzen, mich wieder nach Vizima aufmachen. Und dann werde ich mich erstmal, ja, darum kümmern, dass wir irgendwelche Zähne kriegen. In dem Sinne, wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit? Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Und da klinke ich mich doch beim Wiederspielen des fünften Aktes nochmal schnell zwischerein. Ich habe anscheinend beim letzten Mal das Falsche gewählt, erinnere ich mich. Und deswegen habe ich gedacht, wir können an dieser Stelle trotzdem nochmal schnell aufgreifen, wie wir uns denn eigentlich entschieden hätten. Dann würde auch der Hinweis in unserem Questbuch deutlich mehr oder weniger Sinn machen, weil ich glaube, ich wollte oder hätte Antwortmöglichkeit 3 auswählen sollen, habe aber, glaube ich, aus Versehen Antwort 1 missinterpretiert. Deswegen würde ich sagen, Antwortmöglichkeit Nummer 3 und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Tres ist eine Freundin. Und geht euch nichts an, euer Hoheit. Es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Triss ist wunderschön. Aber vergesst nicht, dass sie eine Zauberin ist. Achtet darauf, dass sie euch nicht in ihre Intrigen hineinzieht. Wenn ihr nach Vizima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velerath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Ja, euer Hoheit? Es ist, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Na komm, das nehmen wir doch nochmal mit in die Aufnahme rein. Wollt ihr spielen? Aber selbstverständlich. Und auch jetzt gilt, ich sollte im ersten Versuch gewinnen, weil wir sonst keine Chance mehr haben, den König herauszufordern. In dem Sinne, schauen wir mal, ob uns das Glück ein weiteres letztes Mal hold ist. Na komm.
Es könnte einmal mehr funktionieren. Gigantische Einsätze. Süße Rache, genau. Den Quest kennt man höchstwahrscheinlich noch. Und hier, Quest aktualisiert Persönlichkeit. Ich erkannte, dass Triss in erster Linie eine Freundin ist. Das wollte ich lesen und das wollte ich eigentlich auch dorthin schreiben. Klar, jetzt kommen die ganzen anderen Quests nochmal, die wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Egal, jetzt gehen wir erstmal würfeln, komm. Fangen wir mal ganz sauber und sachte an. 5, 5, 6er. Gut, das ist jetzt nicht ganz so was, was ich sehen wollte, aber wir bleiben dran. Ich werde aber höchstwahrscheinlich nur diesen einen Versuch drinnen lassen. Zwei Paare. Ich werde nur diesen einen Versuch höchstwahrscheinlich drinnen lassen und dann machen wir das mal so. Eine dritte oder vierte 5 wäre vielleicht nicht verkehrt. Und dann weitermachen, weil sonst halte ich mich hier wieder ewig auf. Zwei Paare, aber wir haben die höheren Paare. Ah, wenn jetzt einen Drilling wirft, haben wir ein Problem, ne? Jawohl, 2000 im Pott und wir haben die Nase momentan vorn. Was ist hier los, frage ich mich. Ich habe das alles viel schwerer in Erinnerung, aber ich möchte es nicht verschreien. Was sehe ich denn da? 2, 3, 5, 1, 3. Bei ihm sind natürlich wieder 2 Sechser und 2 Einser. Ich möchte es einfach mal probieren. Wir haben ja eine Chance, um ein bisschen was rauszukitzeln. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen die 2 Dreier liegen und schauen mal, ob wir einen Drilling oder Vierling hinbekommen. 5, 1, 6. Da haben wir natürlich nichts hinbekommen. Das war sehr schön. Ja, gut. Was würfelt er jetzt hier an dieser Stelle? Na gut, zwei Paare zu einem Paar, da war eh nicht viel passiert. Jetzt wird's interessant. Die dritte Runde, wie gesagt, vielleicht kriegen wir das nochmal hin. In einem Durchlauf. 4, 4. Okay. Ja, machen wir erstmal 3, 4, wenn ich das richtig sehe. Alles klar. Okay, wir haben 3x die 3. Ne, er hat 3x die 3. Wir haben 3x die 4. Theoretisch. Theoretisch, da liegt aber ganz viel Geld. Vor allem, wir erspielen ja wahrscheinlich gerade die Steuergelder von der Bevölkerung, die eh schon unglaublich hart am Leiden ist. Das kommt mir jetzt erst so in den Sinn. Ja, ist egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier vielleicht noch eine vierte 4 würfeln. Komm. Eine 4 brauche ich noch. Eine 4 brauche ich. Eine 4, eine 4. Wenn er jetzt eine 3 würfelt, das gibt's nicht. Nein, das kann nicht sein. Könnte ich ihn jetzt nochmal herausfordern? Haha, nein, und dann könnte ich jetzt nochmal den Quest fertig machen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Nein, jetzt will ich den aber auch so. Wisst ihr was? Ich habe zwar gerade gesagt, ich will das nicht mit reinnehmen, das Spielen, um den. Wie heißt es denn? Das Spiel, die letzte Partie wollte ich eigentlich nicht mit reinnehmen. Wie gesagt, oder nur einmal halt jetzt diesen Versuch und danach weitermachen, aber nein. Jetzt packt mich wieder das Würfelfieber mehr oder minder. Ich möchte das jetzt natürlich auch gewinnen. Hexe, euer Schenk, ich könnte, soll es ihr habt, dann soll ich für gut, euer Ho- und ich mag will eins, euer Ho- ihr müsst. Aber das können wir ja hier ganz schnell bespringen. Hier nochmal die Nummer 3 anwählen. Tris, es wäre es, da wäre ja, es ich meine Spion und sie wollt ihr. Und nochmal, jetzt aber. Ich weiß, das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt, wo ich eine ganze Folge gegen irgendjemanden gespielt habe. Ich glaube, gegen den Geist im vierten Akt, aber naja, naja, naja. Egal, jetzt möchte ich das, wie gesagt, nochmal hinkriegen. Zwei Paare zu zwei Paaren. 6 und 3 zu 1 und 3. Wir nehmen mal das da. Versuche ich mit der 2 nur zu kommen. Wir probieren es einfach mal. Eine 3 oder eine 6? Eine 3 oder eine 6? Jawohl. Ja, wunderbar, so will ich das sehen. Es sei denn, er würfelt jetzt irgendwie 4 Dreier oder so, ne? Dann wäre ich, glaube ich, raus gewesen. Aber die erste Runde geht schon mal satt an mich. Wunderschön. Ein sehr schöner Einstieg. Wir schauen mal, ob wir das so beibehalten können. Ah, was sehe ich denn? Oh. Theoretisch, was habe ich? 4, 2, 2, 4 und eine 3. In der Theorie, wenn ich jetzt nochmal eine 3 hier hinwerf, ne, mit der 3 eine 2 oder 4. Ah, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. 2 oder 4, 2 oder 4, 2 oder 4. 1. Ah, schade. Was hat er gehabt? Ich habe gar nicht gesehen. Okay, das dürfte für ihn jetzt aber nicht so schwer sein, ne? Wollte schon sagen, genau. Er hat einen Drilling, ich habe zwei Paare. Wir würfeln nochmal. Jetzt komm ganz kurz und schmerzlos stecken wir mal hier wieder unseren Gewinn ein. Was sehe ich denn da? 4, 4, 3, 5, 6. Das ist jetzt nicht so viel. Und er hat natürlich wieder ein Sechserpaar. Ich schaue einfach mal, ob ich... Obwohl, oh, jetzt wird es interessant. Lasse ich die 6 liegen oder würfel ich mit den anderen beiden Vierern und... den zwei, die ich schon angewählt habe. Warte mal. Nein, wir machen das so. Ich bräuchte wenigstens eine dritte 4 noch. 1, 6. Ja, gut, das ist jetzt natürlich etwas unangenehm. Ich glaube, wir haben schon wieder verloren. Ja, das, ja. Hey, was? Hä? Wieso haben wir jetzt gewonnen?
Ich habe gewonnen und habe den hinten mitgekriegt, warum ich gewonnen habe. Ist ja wieder mal super. Ich habe gedacht, hä? Kann ich noch sehen, was er gewürfelt hat? Kann ich die... Natürlich nicht, aber wieso habe ich denn... Nein, Moment, er hat irgendwas mit seinen Vierern gemacht. Er hatte zwei Sechser. Er hatte zwei Sechser und hat dann gewürfelt. Warte, er hat zwei Vieren, hat dann gewürfelt und da kam nichts bei raus. Wir hatten zwei Paare. Ja, wir haben doch gewonnen. Geil! Ja gut, hier nochmal den Quest abgeschlossen. Würfelspiel, ich bin eine Pokerlegende. Das habe ich nie bestritten. Ja, wunderbar. Gut, okay, dann war das hier schon mal der Zwischenstand aus dem königlichen Schloss. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich den letzten Zahn auf meiner Liste noch organisieren kann, nämlich den Zahn vom Boxmeister. Ich schaue mal, dass ich nebenbei noch die anderen Quests soweit mit abgrasen kann, dass er wirklich nur bis auf diese Zahnlückenquest alles dann beim alten Herrenhaus wieder haben. Also die, wo wir schon beim letzten Durchlauf hatten, bis auf die Zahnlückenquest, falls es irgendwie Sinn gemacht hat. Egal, ich klinke mich hier abermals schnell aus und wir sehen uns wieder nach diesem Schnitt, höchstwahrscheinlich. In dem Sinne, ja, für euch bis gleich, für mich bis später. Und da muss ich mich ein zweites Mal dazwischen schneiden. Nee, stimmt gar nicht. Ein drittes Mal, glaube ich schon. Wie auch immer. Ich war gerade dabei, wahlweise habe ich sogar fertiggebracht, hier von unserem Box-Weltmeister-Gegner, wie auch immer, den Zahn zu holen, den wir noch für unseren Zahnarzt brauchen. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben hier noch den Stein des Wanderers. Wir waren jetzt einmal in der Scoia'tael-Gruft, wenn man es so sagen kann, für das Teil, für die Rüstung der Scoia'tael-Fraktion. Und das gleiche haben wir auch schon mal beim letzten Mal gemacht für die Rüstung, die wir dann getragen haben. Sprich, wir waren bei dieser Litanei oder wie sie es, oder haben diese Litanei geholt. Und es müsste jetzt noch ein neutraler Pfad offen sein. Und hier sind wir beim letzten Mal nicht weitergekommen, weil wusste ich nicht, wo ich es einsortieren sollte. Deswegen werden wir hier mal direkt unser Glück versuchen. Ich ziehe mir wieder den Dolch, wenn ich ins Inventar will. Das ist und bleibt einfach ein Rätsel. Machen wir das Ganze so, so und so. Etwas mehr Platz im Inventar, das ist nie verkehrt. Hier kommen die Feuersteine, ziehen wir mal mit da hoch. Ein bisschen Ordnung kann ja nicht schaden. Ansonsten als kurzer Zwischenstand, wir haben hier noch ganz viele Quests nach wie vor offen oder wieder offen. Die meisten davon, vor allem die Verträge, sind erstmal nur zum Abgeben. Die habe ich schon soweit gesammelt. Und dann können wir hier nochmal ins Inventar schauen, hier nochmal wegen der Rüstung. Und zwar, dass wir hier nochmal die Stats von der Weste quasi oder von der Lederjacke, wie sie ja heißt, der exzellenten Lederjacke, nochmal quasi vor Augen führen. Minus 15% Schaden, Lindnerschaden und Schmerz, Bluten, Einäschern und Giftresistenz jeweils plus 10%. So, haben wir das. Wir können jetzt einfach nochmal durchtesten. Erstmal hier den Dolch wegstecken. Wie wäre es denn mit... Warte mal, wir hatten beim ersten zweimal blau, einmal rot. Beim anderen hatten wir zweimal rot, einmal blau. Was ist denn, wenn ich jetzt sage blau, rot, blau? Okay, nehme ich so mit zu meiner Verteidigung. Ja, auch wenn ich mich eigentlich gar nicht verteidigen muss, so möchte ich, ja, was ist denn bei euch los? Welche infame Begrüßung? Gerald, pack doch mal den Dolch weg. Das ist, wenn man einen Gegner anklickt, direkt ohne die jeweilige Waffe zu ziehen, dann zieht er, glaube ich, immer die Waffe, die er als letztes benutzt hat. Und das war in dem Fall ja der Dolch, wenn auch unabsichtlich. So, ja, nee, ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, mich irgendwie zu verteidigen, aber natürlich wieder, oder ein seltener Glückszustand, dass es wirklich beim ersten Mal funktioniert. Wundert mich fast ein bisschen. Okay, hier schaut es auch wieder sehr, sehr groß aus, aber beim letzten Mal, wir erinnern uns, ja, wurde uns ein großer Raum angedeutet auf der Karte. Wir waren eigentlich ziemlich schnell durch. Steht hier irgendwie, wie es heißt? Nee, nur alte Gruft. Naja, wir gehen mal weiter. Also Alkohol hier nochmal zu sehen ist schön, ein Cement Tower. Wie viele Basilisken sind denn hier? Da, das ist ja die reinste Erfahrungspunktegrube. Ihr lieben, lieben Viecher, kommt mal alle zu mir. Alle zu mir, alle zu mir. Da wäre ich sogar gierig. Ihr müsst mich hier gar nicht umschwärmen oder so. Ich will einfach nur die Klinge einmal quer durch euch durchjagen. Immer schön weiter im Kreis. Wir kriegen auch so gut wie keinen Schaden momentan. Achso, wollte ich schon sagen, fast alle tot. Zack, schau mal, so schnell kann das gehen. Was ist denn hier für eine Goldgrube? Jetzt kann ich sagen, in dem Moment zum Glück habe ich mich nochmal entschieden, hier nochmal reinzugehen. Hier liegen ja noch übelst die seltenen Materialien. Das, okay, nehme ich alles mit. Hei. Nö, also einfach mal zu sagen, wegen dem Zahn nochmal loszuspazieren, war vielleicht nicht ganz sinnvoll, gebe ich zu. Aber, oh, da war beim U von zu auf einmal wahrscheinlich das Stimmchen etwas weg.
Ja, war nicht ganz das Sinnvollste wahrscheinlich, was ich jemals gemacht habe, aber wenn ich jetzt hier schaue, was es alles gibt. Und wir haben natürlich auch noch eine entsprechende Fetzenbelohnung bei der Abgabe von den ganzen Zähnen. Deswegen würde ich sagen, ist das hier durchaus gut investierte Zeit. Einfach in dieser Gruft 4, 5 Basilisken. Ist so, ja, okay, kann man machen. Also nicht nur kann man machen, sollte man machen. Es hat mich sehr gefreut. Da hinten läuft bloß der eine Zementauer-Amok. Ach nee, das sind 2 Stück. Wo kommt der denn her? Egal, woher er kommt, er wird nicht lange bleiben. Wir werden ihn nämlich sehr gerne wieder zurückschicken. Und ich merke gerade, ich sollte mir vielleicht ein Öl oder was auf die Klinge machen. Nur so zur Sicherheit. Was wir gleich mal hier tun werden. Aber zuerst muss der da weg. Dann muss der da weg. Ah, ich glaube, das sind immun gegen Betäuben, ne? Aber zumindest können wir sie kurz unterbrechen. Geh mal weiter drauf. Komm, da tun wir gar nicht lange rum. Niedermachen das Viech. So, schöne 200 Punkte. Hier mal die Überreste einsammeln, genau, die Kiefer, da war ja was. Hier nochmal 2 Stück. Gut, jetzt ist natürlich die Alchemiebeutel fast voll, das ist das andere. Den hätte ich vielleicht doch etwas genauer sortieren sollen, wie ich es im ersten Durchgang am Ende des 4. Aktes gemacht habe. Wo ist denn hier mein Öl? Wir nehmen einfach mal ein Nekrophagenöl. Ich habe das Gefühl, das werden wir noch öfter brauchen. Und wahrscheinlich war es jetzt schon wieder der vorletzte Raum und es lohnt sich absolut gar nicht. Wo kann ich? Nein, schade, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwas kaputt machen. Dem war dann aber doch nichts. So, hier kommen wir her. Hier waren wir noch nicht. Einmal der Grünschimmel. Die Gruft wird betreten. Ah, okay, nicht ganz der letzte Raum. Hier wird nichts sein, oder? Wird das nur als extra Raum oder so angezeigt? Nee, da kommen wir auch gar nicht hin. Hier ist nichts. Das ist eine sehr große Halle. Die Anier, keine Ahnung, wie man sich auf Französisch aussprechen möchte, von Clanwilds Holztruhe. Ich bin doch hier gerade am Untersuchen. Was ist denn hier schon wieder mit euch? Zählt ihr zu den Nekrophagen, so viel Schaden, wie ihr bekommt? Das sieht fast danach aus. Und hier gleich weiterkommen. Gar nicht lange rumtun. Du brauchst mir gar nicht mit deinem komischen Zeug da anschreien. Da wird gleich mal alles platt gemacht. Das, ja, Überreste, Überreste, Überreste. Wir schauen hier mal in ihre Holztruhe. Magische Formel, ein altes Pergament, magische Symbole, die Rune des Mondes, noch mehr Alchemie-Sachen, genau, und die magische Formel, höchstwahrscheinlich genau dort oben. Rechts die Maustaste drücken, um zu lesen, steht irgendwas Schlaues dabei. Achso, jetzt kann ich wieder nicht, weil ich erst warten muss, bis es weggesteckt hat. Jetzt darf ich, der letzte Pixel muss quasi noch verschoben sein, der letzte Millimeter, wo die Klinge quasi wieder in der Schwertscheide steckt. Dieser Text scheint ein Ritual oder einen Zauber zu beschreiben. Man kann die Worte verstehen, aber als Ganzes ergibt es keinen Sinn. Ja, das ist natürlich doof. Ja, war aber doch wieder der letzte Raum. Das hat sich richtig gelohnt, auch eine Klinge drauf zu machen. Warum richten die sich eigentlich alle immer in irgendwelchen Grüften ein? Das ist immer so hochgradig merkwürdig. Naja, egal. Jetzt werden wir erstmal hier noch die Gruft verlassen, wenn ich mich nicht verlaufe. Nein, wir müssen hier in diese Richtung. Einmal hier entlang und dann einmal wieder nach links. Da müsste unser Stein sein. Genau. Und zwar blau, rot, blau und nichts wie raus hier. Gut, okay. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt weiß ich, wofür das Ding war. Ja, dann würde ich sagen, ich setze nochmal einen Schnitt oder einen Cut, wie auch immer. Auf Englisch klingt ja alles wichtiger und besser. Und dann sehen wir uns, wenn jetzt nichts weiter dazwischen kommt, glaube ich, erst wieder, wenn wir beim Zahnarzt alle Waffen, wenn wir beim Zahnarzt alle Zähne abgeben. In dem Sinne sage ich ein weiteres Mal, bis gleich. Und da melde ich mich ein weiteres Mal zurück. Wortwörtlich zur Wurzel allen Übels. Ich habe alles gesammelt. Oh, die Rüstung wollte ich vorher noch machen. Nee, ist egal, hole ich mir die Rüstung gleich. Jetzt habe ich extra noch die 24 Stunden meditiert. Wir stehen hier, wir stehen davor. Wir haben alle Zähne organisiert, die wir brauchen. Ich habe auch die, die ich schon wahrscheinlich abgegeben habe. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Noch ein zweites Mal organisiert. Ich möchte kurz vorlesen, aber ich habe hier kein Licht, um irgendwas vorlesen zu können. Sekunde, kann ich mir denn hier irgendwie auf die Schnelle mal ein bisschen Licht herbeizaubern? Wunderbar. Also, ich möchte verkünden, wir haben folgende Zähne dabei. Vielleicht hier auch mit dem Inventar, ne? Falls irgendjemand Lust hat, die Dinge rauszusuchen. Und zwar benötigen wir einen Alpfangzahn, einen Bestienfangzahn, einen Bargesschädel, einen Flatterfangzahn, einen Verschlinger. Zahn, siehe Kapitel 4, Stenix Zahn und einen Zementaurenkiefer. Keine Ahnung, irgendwas aus Akt 1 und 2 habe ich wahrscheinlich schon abgegeben, aber wir nehmen hier einfach mal alles quasi mit. So, jetzt haben wir alles
denke ich mal, organisiert. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und werden endlich diese Zahnquest lösen. Hexer Geralt, was führt euch hierher? Sahin Schmerz. Das erklärt das Stöhnen. Schon mal von Narkose gehört? Natürlich, aber ich bin allergisch gegen Kräuter. Das Geschäft läuft wohl nicht gut. Das Stöhnen muss potenzielle Patienten abgeschreckt haben. Es lag nicht am Stöhnen. Es liegt an diesen blutigen Unruhen zwischen den Elfen und dem Orden. Allerdings habe ich so etwas Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich sammle Zähne, habe ich das nicht gesagt? Und jetzt bei diesem Krieg gibt es so viele interessante Exemplare. Seltsames Hobby. Ist es das? Für mich wirkt es wie jedes andere auch. Jeder so, wie er möchte. Jetzt habe ich hier ganz viele Sachen zur Auswahl. Ich dachte, wir könnten ihm das jetzt alles so gesammelt geben, aber dieser Ort ist seltsam. Haben wir das schon mal beim ersten Durchgang gesprochen? Ich klicke das jetzt einfach mal an und wir schauen mal. Dieser Ort ist seltsam. Er war einst eine Folterkammer. Bleiben die Patienten deshalb aus? Vielleicht, aber er hat doch etwas Gutes. Als ich hier eingezogen bin, waren schon fast alle Instrumente hier, die ich für meinen Beruf brauche. Das hatten wir, glaube ich, schon, aber egal. Jetzt haben wir hier die ganze Sache. Wir klappern nochmal alles ab und dann müssten wir da mit dieser Quest endlich fertig sein. Hier ist der Kiefer eines Zementauren. Kräftige Zähne, die Knochen zermalmen, um an das Mark zu kommen. Eine wahre Delikatesse für Aasfresser. 150 Orins. Ach, jetzt springt er jedes Mal raus? Das ist aber doof. Also das ist wirklich doof. Wie kann ich euch helfen? Ich habe einen Bargästenschädel. Ein exzellenter Kiefer. 50 Orins. Ich muss ihn zertrümmern. Mein Vetter gab mir ein paar Hämmer. Natürlich. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal immer wieder ein bisschen anklicken oder ein bisschen schneller anklicken und sein Geschniefe am Anfang einfach mal unterbinden. Eben jenes, weil sonst dauert das vielleicht ein bisschen zu lange. Habt ihr Interesse an Flatterer-Fangzähnen? Flatterer? Sie haben Kanäle zum Blutsaugen. 100 Orins. Ich habe Verschlingerzähne gefunden. Bezahnung wie eine alte Frau. Wie meine Patientin. Sie wollte eine Goldkrone und fragte dann, woher das Gold kam. Mein Vetter Ivan hat es von einem Toten stibitzt. 125 Orins. Das sind Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht wissen, aber danke für die Info. Wie kann ich euch... Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Orins. Wie kann ich euch helfen? Ich glaube, der einzige, der jetzt nicht aufgelistet war, war der Bestienfangzahn. Also war das der einzige Zahn, den wir in Akt 2 oder Akt 3, ich glaube Akt 3, abgegeben haben. Und die anderen 6 verschiedenen Zähne nicht. Okay, aber jetzt hier nochmal der Zahn des Boxers. Ich habe Zdenek getroffen, den berühmten Boxer. Unglaublich. Habt ihr einen Zahn von ihm? 250 Orens. Ich hoffe, eure Sammlung ist jetzt komplett. Ja, dank euch. Nehmt diesen Zwergensihil, Gwalchir. Als Zeichen meines Dankes. Eignet sich nicht für Ungeheuer, aber Menschen kann man damit prima aufschlitzen. Jetzt kam nicht mal erfolgreich Quest abgeschlossen, stand jetzt bloß unten in grün ganz schnell da. Ich bin enttäuscht und schockiert gleichermaßen. Was ist denn da nur los? Und ich ziehe wieder den Dolch, obwohl ich das gar nicht machen möchte. Leg das Ding mal weg, Geralt. Ja, unser Runensihil und jetzt, genau, das wäre das Ding gewesen. Hier gibt es nochmal ein zweites Runensihil aus Mahakam für die Zähne. Gut, klar, diese riesige Belohnung würde wahrscheinlich auch erklären, warum das Tor dann versperrt ist. Aber wenn man das vorher nicht weiß, ist das echt ziemlich dämlich. Jetzt ist die Frage, ich meine, ich könnte noch ein zweites Mal plus 100% Schaden mitnehmen, also so ein Schwert. Ob wir es brauchen, keine Ahnung.
Dieses Schwert werden wir wahrscheinlich auch nicht benötigen. Schaden plus 30, Schmerz ist schön, entwaffnen auch, aber nochmal 100% Schaden, weißt du was? Einfach nur, weil wir es können und ich dachte, dass diese eine Klinge eigentlich einzigartig ist, werden wir hier mal wieder unseren Dolch ziehen, weil ich mich verklickt habe. Allmächt, wo ist es? Da ist es falsch. Da ist der Inventarknopf. So, es macht absolut keinen Unterschied, aber jetzt haben wir wieder unser erstes Runensiegel oben drauf. Wie gesagt, es kann sein, dass die Effekte stacken, aber da habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Warum eigentlich nicht? Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall zweimal das gleiche Schwert dabei. Ja, das ist wunderbar. Jetzt ist diese Quest oder dieser Quest endlich auch geschafft. Wunderbar. Ich werde jetzt noch Folgendes tun. Wir schauen hier nochmal schnell rein. Da müssen wir erstmal nicht weiter verfolgen. Als nächstes steht quasi wieder das Ding da an, das alte Anwesen. Und da gehen wir natürlich auch hin, aber ich werde jetzt erstmal einen kleinen Schnitt setzen, die Rüstung holen. Ich habe auch vorbildlich, wie ich bin, dieses Mal dran gedacht und diese Sachen hier ins Inventar gezogen, damit hier nichts, wie soll ich sagen, aus Versehen rausgelöscht wird und ich dann einfach zur Tür hinaus marschiere. Großmutters Tagebuch? Wo kommt das denn her? Ach so, nee, genau, das war die Quest beim Trinken mit Shani. Natürlich, natürlich. Okay, alles klar. Nö, dann sind wir hier soweit fertig. Ich setze hier nochmal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich ein weiteres Mal wieder. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Entspreche ich nicht eurer Vorstellung von einem edlen Ritter des Ordens? Wie traurig, das zu hören, Hexer. Ihr seid eine Pustel am Arsch dieser Stadt. Und Pusteln schneidet man mit einer Klinge heraus. Ich musste diese Szene leider nochmal mit reinnehmen, weil da kann ich jetzt hier nämlich diesen Kampf nochmal machen. Und den werde ich mit dem allergrößten Vergnügen machen. Und ich werde mir hier jeden einzeln vornehmen und den da hinten wieder als letztes. Wir müssen nur endlich mal lernen, hier irgendwie auszuweichen, Geralt. Dankeschön. Erstmal den Axtkämpfer weg. Dann köpfen wir einfach den anderen, weil er gerade betäubt wird durch unseren Zauber. Okay. Machen wir mit dem da weiter, mit dem Schildträger direkt drauf kommen. Da tun wir gar nicht lang rum. Und ich sehe nicht, wie wir kämpfen, aber er ist jetzt auf jeden Fall tot. Und jetzt der Letzte. Oh, ich warte jedes Mal drauf, wenn ich es sehe. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber immer wieder gerne. Und zack, drauf die Klinge. Und gleich nochmal. Das sind Kombinationen, die sehe ich sehr, sehr gerne. Einfach mal im Angriff, wahrscheinlich wegen dem Goldtalent, im Kampf einfach mal rumgedreht mit der Parierstange in den Schädel gehämmert. Das überlebt niemand. Okay, wir werden hier einen Dolch, aber da möchte ich unseren zweiten Slot eigentlich nicht damit besetzen. Ein heiliges Schwert ist wieder zweihändig. Die heilige Axt des Ordens ist die einhändig. Die scheint einhändig zu sein. Die hängt jetzt bei uns am Gurt. Schildbrechen plus 15%. Ja gut, das klingt jetzt nicht so überzeugend. Das Tafelwasser, den Diamantstaub, das nehmen wir mal alles mit. Hier sind noch Überreste. Nee, da waren wir gerade. Da waren wir auch gerade. Ich müsste eigentlich
Überreste, Überreste. Hier liegen zwei Überreste, ne? Einmal. Und jetzt erwische ich zwei mit den gleichen, oder? Kriege ich den da noch? Oder haben die alle beide bloß das dabei? Nein, der hat noch Pflaumen und Schnaps dabei. Und jetzt der da hinten, du Armleuchter. Ah ja, Experimentnotizen gleich mal lesen. Genau, das haben wir beim letzten Mal schon. Unsere neuen Monster, den Wein werde ich nicht brauchen, aber nur um dir nichts dazulassen, dass selbst deine Leiche hier bald aus dem Spiel verschwindet. Okay, das haben wir hiermit erfolgreich getan. Wir haben alles wieder so hergelegt oder hergestellt, wie es vorher war. Jetzt bleibt nur noch ein was zu tun, damit ich diese Folge auch zum Abschluss bringen kann. Und zwar werden wir hier mal ein Stück laufen. Vielleicht lassen die uns vorbei. Ach, beim letzten Mal haben wir die noch platt gemacht. Stimmt, dann machen wir das jetzt ja auch nochmal schnell. Dann treiben wir euch alle einfach mal zusammen. Bitte noch ein paar Leute zu mir. Die Silberklinge in den Gruppenkampfmodus. Und dann einfach mal hier schnell das Zeug da auseinanderlegen. Das geht ziemlich schnell. Gut, hier für einen brauchen wir natürlich keinen Gruppenkampfstil, aber man sieht schon, das geht ziemlich schnell. Und die Explosion von den Dingern macht uns auch nicht mehr viel aus. So, warum auch immer dieses Gefolge hier ist, das werden wir jetzt noch vernichten. Warum auch immer wir jetzt wieder die Klinge weggelegt haben, wir machen das Ganze nochmal so. Und du musst hier gar nicht das Heilen anfangen, das wird eh keiner überleben. Siehst du, sag ich doch. Gut, ich meine hier noch die zwei Leute, die sind auch weg. Ach ja, okay. Und somit sind wir fast wieder dort angekommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Etwas im Schnelldurchlauf, hier und da habe ich ein bisschen ein volles Inventar, das werden wir wahrscheinlich erstmal so lassen, wobei habe ich versucht, ein bisschen noch was rauszusortieren. Wie auch immer, auf jeden Fall, die nehme ich gerne alle mit und wir standen beim letzten Mal in der Nähe dieses Baumes, glaube ich, und haben gesagt, wir würden von hier aus die nächste Aufnahme starten. Stimmt quasi auch nur so halb, jetzt bin ich hier den gesamten fünften Akt nochmal in, ich glaube, 3 Stunden oder was durchgerannt. Ja, jetzt aber dann wirklich in der neuen Aufnahme dann beim nächsten Mal, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier trotzdem so lange brauche. Jetzt bin ich doch fast schon wieder ein bisschen durch, wenn man so einen ganzen Akt nochmal im Expressdurchgang macht. Ja, dort oben wartet, oh, da oben sehe ich schon ganz viele Leute stehen, ja. Wie auch immer, da oben ist unser nächstes Ziel für die nächste Aufnahme, dann werden wir uns beim nächsten Mal das Herrenhaus vorknöpfen. Ich denke mal, ich habe jetzt hier alles in eine Folge reingepresst und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir können hier nochmal schnell schauen, das war falsch, hier die genau die ganzen Infos zu diesen Gegnern, die dann nochmal kommen, aber hier nochmal zum Vergleich, die Quest mit den Zähnen ist weg und hier mal da drauf klicken, nochmal hier zur Kontrolle, ich müsste dann hier ein rotes X drin haben, wenn wir es denn nicht abgeschlossen hätten, den Quest und wir sehen hier nach wie vor nur grüne Haken. Das heißt, wir waren eigentlich sehr, sehr fleißig, haben bisher auch alles richtig gemacht. Das schaut sehr schön aus. Gut, wie auch immer, ich habe schon wieder ganz viel Zeit verquatscht. Wir hören hier ein weiteres Mal auf. Stimmt, genau, ich habe beim letzten Mal noch oder beim nächsten Mal wollte ich noch einmal hier in dieses Sumpfgebiet schauen, dass wir nochmal die Ecken ablaufen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Nützliches und danach geht es ins alte Herrenhaus. Oh ja, das Herrenhaus wird auch nochmal bombastisch. Naja, gut. Auf jeden Fall hier haben wir noch einen Vogel. Kann ich den verscheuchen, wenn ich dran gehe? Nee, der zeigt sich von mir sichtlich unbeeindruckt. Egal. Gut, dann mache ich hier aber trotzdem ein weiteres Mal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.